Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas, das hier ist der Paul Unterleitner. Servus. Willkommen zu diesem Video. Es ist einiges passiert, Leute. Ich bin jetzt in Wien angekommen, aber vorhin war ich noch mit Koray pumpen. Der Flug hierher war eine Katastrophe. Jetzt machen wir noch einen Formcheck. Das alles seht ihr in diesem Video, also viel Spaß damit. Oh yeah. Na, Koray macht sich gerade warm für die Kniebeuge. Wir haben einen guten Tag erwischt. Heute wird schwer gebeugt. Schwer, Koray? Schwer, ja. Also 180. Fußball. Wir gucken mal, wenn die 180 richtig leicht sind, darfst du noch hochgehen. Ich weiß, du hast Bock auf schweres Training. Ja, auf jeden Fall. Aber noch gegen das ist jetzt dein vorletztes Beintraining vom Wettkampf, denn das ist noch genau 2 Wochen. Jo, ich freue mich. Ja! Ich mache heute Schrägbankdrücken als erste Übung schwer. Und ich will mal gucken, wie viel Gewicht geht im 4- bis 6. Wiederholungsbereich. Letztens habe ich mit 140 eine 10er-Serie rausgeballert. Jetzt bin ich bei 140, die sollten sich also dementsprechend leicht anfühlen, damit ich dann auch höher gehen kann. Oh, irgendwie wackelig, oder? Ganz komisch. Ich habe über Nacht 2 Kilo verloren, weil ich gestern einfach nicht genug gefressen habe. Aber was soll's, ist egal. Koray, gleich 160 oder erst 150? Du drücken jetzt, oder? Ja. Na, 160 würde ich sagen, oder? Immer Vollgas geben. Immer Vollgas, ja. Wir wissen ja, mit dem zusammen trainiere, ne? Nur die Verrückten am Start hier. Johannes ist von solchen, wie im Gym, immer 10er-Scheibe drauf machen, damit es seiner Hand viel aussieht. Opfer. Aber richtiger. Nein, Siri nicht! Oh, Siri! Scheiß Siri, Alter! Go. 1, 2, hopp! Finger weg! Oh, hopp! Schub! Warte, ich bleib gerade hopp! Schub! Ab, 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 ab! Easy! Power, schub, ab! Ja! Ah. Bleib dran! Schub, ab! Drück. 069! Ist okay. Yes. Oh. 2 Wochen noch, Koray. Come on, Maschine! Schön die Nase drauf. Yes! Und 2 noch. 5. Und die letzte. Hat man nicht gehört, der Hund. Mal sehen, was er jetzt sagt. Und was meinst du? War leicht, oder? Leicht, ja. Also doch höher gehen, weil sonst hätte ich gedacht, lass uns 6er merken oder so, weißt du? Ja. Gehst du 190? Gehen wir 190, ja. Und 5er. Läuft. 75 Kilo Körpergewicht heute, ne? Ja, Leute. Es ging immer hoch und runter, habe ich gesagt, du Leute, jetzt ist Schluss. Ja. Paul genauso. Ich sage, jetzt macht ihr jetzt, fresst ihr nur noch Reishühnchen. Ja. Brokkoli und dann kann man das auch genau skalieren und es funktioniert, Leute. Und man ist dauerhaft gesättigt, ne? Also, ja, Oldschool-Diet ist das Beste. In der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt bleibst du doch bei 180, machst du das 5x5 oder was? Ja, genau, richtig. Obwohl ja. Die so leicht aussahen im ersten Satz. Ja, pass auf. Verletzen und so weiter. Ja, ist richtig. Gute Einstellung. Aber mir hast du gesagt, ich soll gleich auf 160 gehen, ne? Jetzt ist wirklich die Frage, wie nachher der letzte Satz aussieht. Wir zeigen euch jetzt noch meinen 2. Satz und noch meinen 5. nachher. Let's go! Schub! Komm stabil die Mitte! Schub! Ohne Mist! Da muss ich echt sagen, Koray, das war eine weise Entscheidung. Oder? War eine weise Entscheidung. Du wirst ein bisschen instabil, fährst du gleich nach vorne. Hart, ja. Also 5 Sätze wird richtig schwer. Hätte ich aber nach dem ersten Satz nicht gedacht. Ist aber auch normal in der Diät. Verlierst du immer nach dem ersten Satz, geht's. Nicht, hast du auch, ne? Nicht nur das Diät, sondern ich habe vor 3 Tagen gehoben, deswegen. Ja. Immer so ein bisschen. Du bist alles türkische Maniac, du kannst es ab. Ja, passt schon. Und zwischendrin habe ich immer mal Klimmzüge gemacht. Jetzt mache ich weiter, versuche meine 8 bis 10 Sätze zu kommen. Wir wollen ja unseren Rücken verbessern. Ne? Vorwärts immer, rückwärts immer!
den Rücken an, Cora. Ja. Schieb mir von hinten. Fünfter Satz für Cora jetzt. Der wird schwer. Komm, bleib stabil. Geht weiter. Geschafft. 5x5 im Kasten. Bam. War doch gar nicht so schwer. Wir machen jetzt einen Formcheck, Leute. Den letzten Formcheck habt ihr im Video gesehen. Habt ihr im letzten Video gesehen? Ich habe es eben schon mir angeguckt. Cora ist eine Woche später noch so viel brutaler. Du hast jetzt 4 Posen. Ach, mir ist scheißegal. Mach so viele Posen, wie du willst. Der Hintern ist ja mal richtig da. Brutal. Dünne Pelle dran, ne? Wir sind aber sowas von am Start. Super. Seitlich, mach mal was Seitliches. Seht ihr das? Der Beuger, Arsch. Oh, brutal. Super, das war die zweite Pose. Verdammt nochmal. Richtig gut, Cora. Brutal. Fuck. Zeig mal das andere Bein noch. Kann das andere Bein auch sehen. Da hat irgendjemand einen Kamm genommen und einmal so lang. Richtig gut. Cora, du brauchst gar nicht mehr zeigen. Wir sind immer sowas von gut im Timing noch. Ne? Super. Ja, Mann. Und es wirklich immer. Oh! Eieieiei. Auch einmal mit dem Kamm durch, ne? Tim. Ja. Ich habe schlechte Nachrichten. Mein Adrenalin ist auf 1000. Weißt du warum? Na? Meine Frau hat meinen Ausweis und alles an Material. Ich habe nur eine EC-Karte und meine Krankenkassenkarte mit. Und dein Reisepass? Habe ich auch nicht. Ja, dann kannst also, du nicht fliegen. Wir fahren jetzt zum Flughafen. Ich habe keine Chance. Wir müssen es jetzt mal probieren. Mach keinen Ärger. Ich habe wirklich nichts mit. Ich habe nur mein Perso. Ohne Ausweis kannst du nicht fliegen. Leute, ihr glaubt es nicht. Tim hat schon eingecheckt. Der ist jetzt wahrscheinlich schon Flieger. Ich habe jetzt endlich einen Bodypass. Ich habe mir ein vorübergehendes Exemplar geben lassen. Vorübergehenden Ausweis bei der Bundespolizei extra eben gewesen noch. Und jetzt, hier komme ich nicht rein. Mega Panik, auf jeden Fall. Jetzt muss ich Gas geben, dass ich Flug irgendwie noch schaffe. Das wird richtig knapp. Natürlich ist der Gate 59 richtig weit weg. Ich muss Gas geben, durch den Duty Free durch. Und dann links. Puh, Gott sei Dank bin ich ja sportlich unterwegs. Die Leute gucken einen bekloppt an, verstehe ich. Ich hab's geschafft. Alter, war das ein Hassel, Mann. Oh, brutal. Ich habe jetzt extra einen extra Ausweis bei der Bundespolizei gemacht. Brutal. Ey, ich habe voll die ganze Zeit Panik gehabt. Ehrenpolizei. Dachte die ganze Zeit, ich schaff's nicht mehr, Mann. Ja. So eine Aktion. Wow, shit. Also eigentlich haben wir den Stress umsonst gemacht, weil wir haben jetzt hier 20 Minuten gestanden, gewartet, was ich euch noch gar nicht erzählt habe. Ich musste ja noch Geld abheben. Ich hatte nämlich kein Bargeld bei und für das Schriftstück, für den Ausweis, für die Rübergehenden brauchte ich Kohle, habe ich 8 Euro bezahlt. Guck mal, lach doch mal so nach hinten. Das ist mein Vlog, nicht deiner. Hallo, Freundchen. Hier spielt die Musik. Ey, je älter ich werde, desto mehr Platzangst kriege ich, Leute. Als Kind habe ich sowas nie gehabt. Aber jetzt, wenn so viele Leute hier sind und so, das ist echt gut. Gut, dass wir direkt am Gang stehen und alle an uns vorbeigehen. Ja, Mann. Ich hab's gewusst, natürlich, die bekloppten Influencer begrüßen sich mit Kamera. Ja, sowieso.
Aber dafür herzlich umarmen. Geht. Du hast übel die schwarzen Streifen auf der Kamera. Alter, was ist denn da los? Kennt ihr diesen Hintergrund? Als Challenge. Es, ohne Scheiß, es fühlt sich an, als wäre ich hier zu Hause, obwohl ich noch nicht so oft bei dir war. Aber ich wollte schon gleich zum Tisch essen, weil wir haben richtig Knast. Ich dachte, ich schaffe mir Schritte nicht. Ich habe irgendwie 16.000 Schritte. Ich habe so viel. Ich sage, Reisen verbraucht echt viel. Adrenalin verballert. Vor allem in Wien, die Strecken sind ja so lange, sind wir egal, wie auch immer. Jetzt gibt es hier lecker. Hast du aus dem Kindergarten mitgebracht? Ja. Leute, ihr müsst euch das mal reinziehen. Der ist 4 Wochen vom Wettkampf und fängt an, in einem Kindergarten zu arbeiten, wo die ganze Zeit laut Geschrei ist. Das wäre für keine mich. Wahl. Ist aber, ja, für mich wäre es undenkbar. Ich würde sterben. Ich würde wahrscheinlich Amok laufen. Wäre am Abend komplett kaputt. Komplett zerstört. Das Schlimmste ist, dass immer extrem viel Essen übrig bleibt und da steht dann alles in der Küche. Das ist mir so egal. Das wäre mir so egal. Ja, und das gibt es hier auch noch: Hühnchencurry, bisschen Frischkäse, Salätchen habe ich noch abgegriffen und dazu wie gewohnt meine Maiswaffeln mit ein bisschen Topfen, Leute. Topfen. Da können wir doch morgen mal eine Instagram-Topfen-Story machen. Genau. Und ein bisschen Testo-Pesto mit dazu. Gönnen wir uns das rein. Paul, Formcheck. Du darfst dir 4 deiner besten Posen aussuchen. Und auf jeden Fall muss eine Arschpose mit dabei sein. Also ich will auf jeden Fall den Hintern sehen, weil der Hintern ist nun mal entscheidend, kriegsentscheidend, Leute. Auf der Wettkampfbühne. Weil der Rest ist schon richtig gut in Form. Mich interessiert dann nur noch dein Wash. Ich mache es einfach mal Let's Bridge vorne. Hau raus! Ja. Hast du die Beine noch ein bisschen mehr spannen? Du hast überlegt, auf welche Seite er ist. Ist also auch ein bisschen langsamer mit dem Denken, der Paul. Aber das ist Gott sei Dank nur ein Diätproblem. Luft aus dem Bauch an die Seite richtig. Ja, Osch, Beuger. Ich finde die andere Seite fast geiler. Die andere darfst du noch zeigen. Das zählt nicht als zweite erste Pose. Ja. Finde ich, weiß ich nicht, welche Seite mir besser gefällt. Ich glaube, da kommt der Beuger ein bisschen besser. Okay, Pose Nummer 3. Oh yeah. Raus. Ich möchte nicht, dass es auf der Bühne passiert, Paulchen. Nee. Sag mal, der Wasch. Na, die Haut ist noch ein bisschen dicker. Sag, ich krieg immer einen Krampf an der Achsel, das muss ich unter Kontrolle kriegen. Ja, ich weiß nicht warum, aber ja, weiß ich auch nicht. Ja. Oh, ja, obenrum super. Ja. Okay, prima. Vielen Dank. Also wenn ich die Paul Morgens gesehen habe, waren die Beine auf jeden Fall trockener, als ich das letzte Mal gesehen habe. Obwohl dein Gewicht heute so tief war wie noch nie. Du bist bei 95,4? Ja, 3. 3? Das ist also absolut rekordverdächtig. So leicht warst du schon seit, keine Ahnung, 3 Jahren nicht mehr. Ja, nicht ganz. Ja. Aber 2 auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt mit dem Video. Bitte denkt an den Daumen, wenn es euch gefällt. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr Anliegen habt. Denkt an die Glocke. Denkt daran, Paul Unterleitner zu abonnieren. Und natürlich auch den lieben Koray. Wir sind raus. Bis zum nächsten Video. Wir halten euch auf dem Laufenden.